Kapitel 1. Nach dem Tod Josuas befragten die Kinder Israel den Herrn und sprachen: Wer soll unter uns zuerst hinaufziehen, Krieg zu führen gegen die Kanaaniter? Der Herr sprach: Juda soll hinaufziehen, siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Da sprach Juda zu seinem Bruder Simeon: Zieh mit mir hinauf in mein Erbteil und lass uns mit den Kanaanitern kämpfen, dann will ich auch mit dir ziehen in dein Erbteil. So zog Simeon mit ihm. Als nun Juda hinaufzog, gab der Herr die Kanaaniter und Perisiter in ihre Hände, und sie schlugen bei Besek 10.000 Mann und fanden den Adoni Besek zu Besek und kämpften mit ihm und schlugen die Kanaaniter und Perisiter. Aber Adoni Besek floh, und sie jagten ihm nach. Und als sie ihn ergriffen, hieben sie ihm die Daumen ab an seinen Händen und Füßen. Da sprach Adoni Besek: 70 Könige mit abgehauenen Daumen an Händen und Füßen lasen auf unter meinem Tisch. Wie ich getan habe, so hat mir Gott vergolten. Und man brachte ihn nach Jerusalem, dort starb er. Aber Juda kämpfte gegen Jerusalem und eroberte es und schlug es mit der Schärfe des Schwerts und zündete die Stadt an. Danach zog Juda hinab, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen, die auf dem Gebirge und im Südland und im Hügelland wohnten. Und Juda zog gegen die Kanaaniter, die in Hebron wohnten. Hebron aber hieß vor Zeiten Kirjat Arba. Und sie erschlugen den Sheschai und Ahiman und Talmai und zogen von dort gegen die Einwohner von Debir. Debir aber hieß vor Zeiten Kirjat Sefer. Und Kaleb sprach: Wer Kirjat Sefer schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Achsa zur Frau geben. Da eroberte es Otniel, der Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders von Kaleb. Und Kaleb gab ihm seine Tochter Achsa zur Frau. Und es begab sich, als sie zu ihm kam, beredete er sie, ein Stück Land zu fordern von ihrem Vater. Und sie stieg vom Esel. Da sprach Kaleb zu ihr: Was willst du? Sie sprach: Gib mir eine Segensgabe, denn du hast mich nach dem dürren Südland gegeben. Gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen und unteren Quellen. Und die Nachkommen des Keniters Hobab, mit dem Mose verschwägert war, zogen herauf aus der Palmenstadt mit den Männern von Juda in die Wüste Juda, die im Süden von Arad liegt, und gingen hin und wohnten mitten unter dem Volk. Und Juda zog hin mit seinem Bruder Simeon, und sie erschlugen die Kanaaniter in Zephat und vollstreckten den Bann an ihnen und nannten die Stadt Horma. Doch eroberte Juda nicht Gaza mit seinem Gebiet und Askalon mit seinem Gebiet und Ekron mit seinem Gebiet. Dennoch war der Herr mit Juda, dass es das Gebirge einnahm. Es konnte aber die Bewohner der Ebene nicht vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Und sie gaben dem Kaleb Hebron, wie Mose gesagt hatte, und er vertrieb daraus die drei Söhne des Enak. Aber Benjamin vertrieb die Jebusiter nicht, die in Jerusalem wohnten, sondern die Jebusiter wohnten bei denen von Benjamin in Jerusalem bis auf diesen Tag. Auch das Haus Josef zog hinauf nach Bethel, und der Herr war mit ihnen. Und das Haus Josef ließ Bethel auskundschaften, die Stadt hieß vor Zeiten Luz. Und die Späher sahen einen Mann aus der Stadt gehen und sprachen zu ihm: Zeige uns, wo wir in die Stadt kommen, so wollen wir Barmherzigkeit an dir tun. Und als er ihnen zeigte, wo sie in die Stadt kämen, schlugen sie die Stadt mit der Schärfe des Schwerts. Aber den Mann und sein ganzes Geschlecht ließen sie gehen. Da zog der Mann ins Land der Hethiter und baute eine Stadt und nannte sie Luz. Die heißt noch heutigen Tags so. Und Manasse vertrieb nicht Bet-Shean und seine Ortschaften, noch Taanach und seine Ortschaften, noch die Einwohner von Dor und seinen Ortschaften, noch die Einwohner von Jibleam und seinen Ortschaften, noch die Einwohner von Megiddo und seinen Ortschaften,
So blieben die Kanaaniter dort im Lande wohnen. Als aber Israel mächtig wurde, machte es die Kanaaniter fronpflichtig, vertrieb sie jedoch nicht. Auch Ephraim vertrieb die Kanaaniter nicht, die in Geser wohnten, sondern die Kanaaniter wohnten mitten unter ihnen in Geser. Auch Sebulon vertrieb nicht die Einwohner von Kitron und Nahalol, sondern die Kanaaniter wohnten mitten unter ihnen und waren fronpflichtig. Asser vertrieb nicht die Einwohner von Akko, noch die Einwohner von Sidon, von Achlab, von Achsib, von Helba, von Afek und von Rehob, sondern die von Asser saßen mitten unter den Kanaanitern, die im Land wohnten, denn sie vertrieben sie nicht. Naphtali vertrieb die Einwohner nicht von Bet-Shemesh noch von Bet-Anat, sondern saß mitten unter den Kanaanitern, die im Lande wohnten. Aber die von Bet-Shemesh und von Bet-Anat wurden fronpflichtig. Und die Amoriter drängten die Daniter aufs Gebirge und ließen nicht zu, dass sie herunter in die Ebene kämen. Und die Amoriter blieben wohnen auf dem Gebirge Heres, in Ajalon und in Schaalbim. Doch wurde ihnen die Hand des Hauses Josef zu schwer, und sie wurden fronpflichtig. Und das Gebiet der Edomiter ging vom Skorpionensteig, von der Felsenstadt und weiter hinauf. Kapitel 2. Es kam aber der Engel des Herrn herauf von Gilgal nach Bochim und sprach: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und ins Land gebracht, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe und gesprochen: Ich wollte meinen Bund mit euch nicht brechen ewiglich. Ihr aber solltet keinen Bund schließen mit den Bewohnern dieses Landes und ihre Altäre zerbrechen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Da sprach ich: Ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zum Fangstrick werden und ihre Götter zur Falle. Und als der Engel des Herrn diese Worte zu ganz Israel geredet hatte, erhob das Volk seine Stimme und weinte. Und sie nannten die Städte Bochim und opferten dort dem Herrn. Als Josua das Volk entlassen hatte und die Kinder Israel hingezogen waren, ein jeder in sein Erbteil, um das Land einzunehmen, diente das Volk dem Herrn, solange Josua lebte und die Ältesten, die noch lange nach Josua lebten, und alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Da starb Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, als er 110 Jahre alt war. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnat-Heres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berge Gaasch. Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israel, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen, und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Denn sie verließen je und je den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. So entbrannte denn der Zorn des Herrn über Israel, und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und verkaufte sie in die Hände ihrer Feinde ringsumher. Und sie konnten nicht mehr ihren Feinden widerstehen, sondern so oft sie auszogen, war des Herrn Hand wider sie zum Unheil, wie denn der Herr ihnen gesagt und geschworen hatte. Und sie wurden hart bedrängt. Wenn dann der Herr Richter erweckte, die ihnen halfen aus der Hand der Räuber, so gehorchten sie den Richtern auch nicht, sondern liefen anderen Göttern nach und beteten sie an und wichen bald von dem Wege, auf dem ihre Väter gegangen waren, als sie des Herrn Geboten gehorchten. Sie jedoch taten nicht wie diese. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und errettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn es jammerte den Herrn ihr Wehklagen über die, die sie unterdrückten und bedrängten. Wenn aber der Richter gestorben war,
so fielen sie wieder ab und trieben es ärger als ihre Väter, indem sie anderen Göttern folgten, ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht von ihrem Tun noch von ihrem halsstarrigen Wandel. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er sprach: Weil dies Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und gehorcht meiner Stimme nicht, so will ich auch hinfort die Völker nicht vertreiben, die Josua übrig gelassen hat, als er starb, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie auf dem Wege des Herrn bleiben und darauf wandeln, wie ihre Väter geblieben sind oder nicht. So ließ der Herr diese Völker, die er nicht in Josuas Hand gegeben hatte, übrig, ohne sie sogleich zu vertreiben. Kapitel 3. Dies sind die Völker, die der Herr übrig ließ, damit er durch sie Israel prüfte, alle, die nichts wussten von den Kriegen um Kanaan, und die Geschlechter Israels Krieg führen lehrte, die früher nichts davon wussten, nämlich die fünf Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und Sidonier und Heviter, die im Gebirge Libanon wohnten, vom Berg Baal Hermon an bis dorthin, wo man nach Hamat kommt. Diese blieben, um Israel durch sie zu prüfen, damit es kund würde, ob sie den Geboten des Herrn gehorchten, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Als nun die Kinder Israel wohnten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hevitern und Jebusitern, nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten deren Göttern. Und die Kinder Israel taten, was dem Herrn missfiel, und vergaßen den Herrn ihren Gott und dienten den Baalen und den Ascheren. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er verkaufte sie in die Hand Kushan Rishathaims, des Königs von Mesopotamien, und so diente Israel dem Kushan Rishathaim 8 Jahre. Da schrien die Kinder Israel zu dem Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, der sie errettete, Othniel, den Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders von Kaleb. Und der Geist des Herrn kam auf ihn, und er wurde Richter in Israel und zog aus zum Kampf. Und der Herr gab den König von Mesopotamien, Kushan Rishathaim, in seine Hand, so daß seine Hand über ihn stark wurde. Da hatte das Land Ruhe 40 Jahre, und Othniel, der Sohn des Kenas, starb. Aber die Kinder Israel taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Da machte der Herr den Eglon, den König der Moabiter, stark gegen Israel, weil sie taten, was dem Herrn missfiel. Und er sammelte zu sich die Ammoniter und die Amalekiter und zog hin und schlug Israel und nahm die Palmenstadt ein. Und die Kinder Israel dienten Eglon, dem König der Moabiter, 18 Jahre. Da schrien sie zu dem Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, den Benjaminiter, der war linkshändig. Und als die Kinder Israel durch ihn Tribut sandten an Eglon, den König der Moabiter, machte sich Ehud einen zweischneidigen Dolch, eine Hand lang, und gürtete ihn unter sein Kleid auf seine rechte Hüfte und brachte Eglon, dem König der Moabiter, den Tribut. Eglon aber war ein sehr fetter Mann. Und als er den Tribut übergeben hatte, entließ er die Leute, die den Tribut getragen hatten. Er selbst aber kehrte um bei den Steinbildern zu Gilgal und ließ sagen: Ich habe, o König, dir heimlich etwas zu sagen. Der aber gebot: Hinaus! Da gingen hinaus von ihm alle, die um ihn standen. Und Ehud kam zu ihm hinein. Er aber saß in dem kühlen Obergemach, das für ihn allein bestimmt war. Und Ehud sprach: Ich habe ein Wort von Gott an dich. Da stand er auf von seinem Thron. Ehud aber streckte seine linke Hand aus und nahm den Dolch von seiner rechten Hüfte und stieß ihm den in den Bauch, daß nach der Schneide noch der Griff hineinfuhr und das Fett die Schneide umschloß. Denn er zog den Dolch nicht aus seinem Bauch. Aber Ehud ging zum Nebenraum hinaus, machte die Tür des Obergemachs hinter sich zu und verschloß sie. Als er nun hinausgegangen war, kamen die Leute des Königs und sahen, daß die Tür verschlossen war und sprachen: Er ist vielleicht austreten gegangen in die Kammer am Obergemach.
Als sie aber allzu lange gewartet hatten und niemand die Tür des Gemaches auftat, nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf. Siehe, da lag ihr Herr auf der Erde tot. Ehud aber war entronnen, während sie gewartet hatten, und ging an den Steinbildern vorüber und entkam bis nach Seira. Und als er hineinkam, blies er die Posaune auf dem Gebirge Ephraim, und die Kinder Israel zogen mit ihm vom Gebirge, und er fuhr ihnen her, und er sprach zu ihnen: Schnell mir nach, denn der Herr hat die Moabiter, eure Feinde, in eure Hände gegeben. Und sie jagten ihm nach und besetzten die Furten am Jordan, die nach Moab gehen, und ließ niemand hinüber. Und erschlugen zu jener Zeit die Moabiter etwa 10.000 Mann, alles starke und streitbare Männer, so daß auch nicht einer entrann. So wurden die Moabiter zu jener Zeit unter die Hand Israels gedemütigt, und das Land hatte Ruhe 80 Jahre. Nach ihm kam Shamgar, der Sohn Anats, der erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken, und auch er errettete Israel. Kapitel 4. Aber die Kinder Israel taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte, und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Haroshet der Heiden. Und die Kinder Israel schrien zum Herrn, denn Jabim hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Kinder Israel mit Gewalt 20 Jahre. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim, und die Kinder Israel kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams, aus Kedesch in Naphtali, und ließ ihm sagen: Hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Sebulon? Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabims, dir zuführen an den Bach Kison mit seinen Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben. Barak sprach zu ihr: Wenn du mit mir ziehst, so will auch ich ziehen, ziehst du aber nicht mit mir, so will auch ich nicht ziehen. Sie sprach: Ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in eines Weibes Hand geben. So machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kedesch. Da rief Barak Sebulon und Naphtali nach Kedesch, und es zogen hinauf ihm nach 10.000 Mann. Deborah zog auch mit ihm. Heber aber, der Keniter, war von den Kenitern vom Geschlecht Hobabs, mit dem Mose verschwägert war, weggezogen und hatte sein Zelt aufgeschlagen bei der Eiche in Zaananim bei Kedesch. Da wurde Sisera angesagt, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen wäre. Und er rief alle seine Kriegswagen zusammen, 900 eiserne Wagen, und das ganze Volk, das mit ihm war, aus Haroshet der Heiden an den Bach Kison. Deborah aber sprach zu Barak: Auf! Das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat, denn der Herr ist ausgezogen vor dir her. So zog Barak von dem Berge Tabor hinab und die 10.000 Mann ihm nach. Und der Herr erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und dem ganzen Heer vor der Schärfe von Baraks Schwert, so daß Sisera von seinem Wagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Haroshet der Heiden. Und Siseras ganzes Heer fiel durch die Schärfe des Schwerts, so daß auch nicht einer übrig blieb. Sisera aber floh zu Fuß in das Zelt Jaels, der Frau des Keniters Heber. Denn der König Jabim von Hazor und das Haus Hebers des Keniters lebten miteinander in Frieden. Jael aber ging hinaus Sisera entgegen und sprach zu ihm: Kehre ein, mein Herr, kehre ein bei mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein in ihr Zelt, und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr: Gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich habe Durst.
Da öffnete sie den Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, »Tritt in die Tür des Zeltes, und wenn einer kommt und fragt, ob jemand hier sei, so sprich niemand.« Da nahm Jael die Frau Hebers einen Pflock von dem Zelt und einen Hammer in ihre Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch seine Schläfe, daß er in die Erde drang. Er aber war ermattet in einen tiefen Schlaf gesunken. So starb er. Als aber Barak Sisera nachjagte, ging ihm Jael entgegen und sprach zu ihm, »Komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst.« Und als er zu ihr hereinkam, lag Sisera tot da, und der Pflock steckte in seiner Schläfe. So siegte Gott zu der Zeit Jabin, den König von Kanaan, vor Israel. Und die Hand der Kinder Israel legte sich immer härter auf Jabin, den König von Kanaan, bis sie ihn vernichteten. Kapitel 5. Da sangen Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, zu jener Zeit, »Lobet den Herrn, dass man sich in Israel zum Kampf rüstete und das Volk willig dazu gewesen ist. Höret zu, ihr Könige, und merket auf, ihr Fürsten. Ich will singen, dem Herrn will ich singen, dem Herrn, dem Gott Israels, will ich spielen. Herr, als du von Seir auszogst und einhergingst vom Gefilde Edoms, da erzitterte die Erde, der Himmel troff, und die Wolken troffen von Wasser. Die Berge wankten vor dem Herrn, der Sinai vor dem Herrn, dem Gott Israels. Zu den Zeiten Schamgars, des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels waren verlassen die Wege, und die da auf Straßen gehen sollten, die wanderten auf ungebahnten Wegen. Still war's bei den Bauern, ja still in Israel, bis du, Deborah, aufstandest, bis du aufstandest, eine Mutter in Israel. Man erwählte sich neue Götter, es gab kein Brot in den Toren, es war kein Schild noch Speer unter 40.000 in Israel zu sehen. Mein Herz ist mit den Gebietern Israels, mit denen, die willig waren unter dem Volk. Lobet den Herrn! Die ihr auf weißen Eselinnen reitet, die ihr auf Teppichen sitzet und die ihr auf dem Wege gehet, singet! Horch, wie sie jubeln zwischen Tränkrinnen! Da sage man von der Gerechtigkeit des Herrn, von der Gerechtigkeit an seinen Bauern in Israel, als des Herrn Volk herabzog zu den Toren. Auf, auf, Deborah, auf, und singe ein Lied. Mache dich auf, Barak, und fange die dich fingen, du Sohn Abinoams. Da zog herab, was übrig war von Herrlichen im Volk. Der Herr zog mit mir herab unter den Helden. Aus Ephraim zogen sie herab ins Tal, und nach ihm Benjamin mit seinem Volk. Von Machir zogen Gebieter herab und von Sebulon, die den Führerstab halten, und die Fürsten in Isaschar mit Deborah, wie Isaschar so Barak. Ins Tal folgte er ihm auf dem Fuß, an Rubens Bächen überlegten sie lange. Warum saßest du zwischen den Sattelkörben zu hören bei den Herden das Flötenspiel? An Rubens Bächen überlegten sie lange. Gilead blieb jenseits des Jordan. Und warum dient Dan auf fremden Schiffen? Asser saß am Ufer des Meeres und blieb ruhig an seinen Buchten. Sebulons Volk aber wagte sein Leben in den Tod, Naphtali auch auf der Höhe des Gefildes. Könige kamen und stritten, damals stritten die Könige Kanaans zu Taanach, am Wasser Megiddos, aber Silber gewannen sie dabei nicht. Vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bahnen stritten sie wieder Sisera. Der Bach Kison riss sie hinweg, der uralte Bach, der Bach Kison. Tritt einher, meine Seele, mit Kraft! Da stampften die Hufe der Rosse, ein Jagen ihrer mächtigen Renner. Fluchet der Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn, fluchet, fluchet ihren Bürgern, dass sie nicht kamen dem Herrn zu Hilfe dem Herrn unter den Helden. Gepriesen sei unter den Frauen Jael, das Weib Hebers, des Keniters, gepriesen sei sie im Zelt unter den Frauen. Milch gab sie, als er Wasser forderte, Sahne reichte sie da in einer herrlichen Schale. Sie griff mit ihrer Hand den Pflock und mit ihrer Rechten den Schmiedehammer und zerschlug Siseras Haupt und zermalmte und durchbohrte seine Schläfe.
Zu ihren Füßen krümmte er sich, fiel nieder und lag da. Er krümmte sich, fiel nieder zu ihren Füßen. Wie er sich krümmte, so lag er erschlagen da. Die Mutter Siseras spähte zum Fenster hinaus und klagte durchs Gitter: Warum zögert sein Wagen, dass er nicht kommt? Warum säumen die Hufe seiner Rosse? Die Weisesten unter ihren Fürstinnen antworten, und sie selbst wiederholt ihre Worte: Sie werden wohl Beute finden und verteilen, ein Weib, zwei Weiber für jeden Mann, und für Sisera bunte gestickte Kleider zur Beute, gewirkte bunte Tücher um den Hals als Beute. So sollen umkommen, Herr, alle deine Feinde. Die ihn aber lieb haben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre. Kapitel 6. Und als die Kinder Israel taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Kinder Israel in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und immer wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten wie eine große Menge Heuschrecken, so daß weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Da schrien die Kinder Israel zum Herrn. Als sie aber zum Herrn schrien um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten, und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die gehörte Joas, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns denn das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse, und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und lege sie vor dir hin. Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Fels hier und gieß die Brühe darüber, und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Ach, Herr, Herr,
Habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, Der Herr ist Friede. Der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ophra, der Stadt der Abiesriter. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, Nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue um das Bild der Aschera, das dabei steht. Und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar, und rüste ihn zu, und nimm den zweiten Stier, und bringe ein Brandopfer da mit dem Holz des Aschera-Bildes Haunast. Da nahm Gideon 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun, und tat's in der Nacht. Als nun die Leute in der Stadt früh am Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen und der zweite Stier als Brandopfer dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zum anderen, »Wer hat das getan?« Und als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat das getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, Gib deinen Sohn heraus, er muß sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen, Wollt ihr für Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch diesen Morgen sterben. Ist er Gott, so streite er für sich selbst, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man Gideon Jerubal, das heißt, Baal streite mit ihm, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Als nun alle Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten sich versammelt hatten, zogen sie herüber und lagerten sich in der Ebene Jezreel. Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon, und er ließ die Posaune blasen und rief die Abiesriter auf, ihm zu folgen. Und er sandte Botschaft zu ganz Manasse und rief sie auf, dass auch sie ihm folgten. Er sandte auch Botschaft zu Aser und Sebulon und Naphtali, die kamen herauf ihm entgegen. Und Gideon sprach zu Gott, Willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du gesagt hast? So will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und so geschah es. Und als er am anderen Morgen früh aufstand, drückte er den Tau aus der Wolle eine Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, Dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, wenn ich noch einmal rede. Ich will's nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Es sei allein auf der Wolle trocken und Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so in derselben Nacht, dass es trocken war allein auf der Wolle und Tau überall auf dem Boden. Kapitel 7 Da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war, und sie lagerten sich an der Quelle Harod, so dass er das Heerlager der Midianiter nördlich von dem Hügel More im Tal hatte. Der Herr aber sprach zu Gideon, Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, Meine Hand hat mich errettet. So lass nun ausrufen vor den Ohren des Volks, Wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. So sichtete sie Gideon. Da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, so daß nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, Das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen.
Von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders, ebenso wer niederkniet, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken aus der Hand zum Mund. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben, aber alles übrige Volk lass gehen an seinen Ort. Und sie nahmen die Verpflegung des Volks und ihre Posaunen an sich, aber die übrigen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt, die 300 Mann aber behielt er bei sich. Und das Heer der Midianiter lag unten vor ihm in der Ebene. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon, steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager, damit du hörst, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein, und du wirst hinabziehen zum Lager. Da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab bis an den Ort der Schildwache, die im Lager war. Und die Midianiter und Amalekiter und alle aus dem Osten hatten sich niedergelassen in der Ebene wie eine Menge Heuschrecken, und ihre Kamele waren nicht zu zählen wegen ihrer großen Menge wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe da, erzählte einer einem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe geträumt, ein Laib Gerstenbrot rollte zum Lager der Midianiter. Und er kam an das Zelt, stieß es um, dass es einfiel, und kehrte es um, das Oberste zu unterst, so daß das Zelt am Boden lag. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben mit dem ganzen Heerlager. Als Gideon diesen Traum erzählen hörte und seine Auslegung, fiel er anbetend nieder und kam zurück ins Lager Israels und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hände gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Heerhaufen und gab jedem eine Posaune in die Hand und leere Krüge mit Fackeln darin und sprach zu ihnen, seht auf mich und tut ebenso. Wenn ich nun an das Lager komme, wie ich tue, so tut ihr auch. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt ihr auch die Posaunen blasen rings um das ganze Heerlager und rufen, für den Herrn und für Gideon. So kam Gideon mit 100 Mann an das Lager zu Anfang der mittleren Nachtwache, als sie eben die Wachen aufgestellt hatten, und sie bliesen die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da bliesen alle drei Heerhaufen die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaunen in ihrer rechten Hand, um zu blasen, und riefen, ihr Schwert des Herrn und Gideons! Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Lager her. Da fing das ganze Heer an zu laufen, und sie schrien und flohen. Und während die 300 Mann die Posaunen bliesen, schaffte der Herr, daß im ganzen Heerlager eines jeden Schwert gegen den anderen war. Und das Heer floh bis Bethschitta auf Zereda zu, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Und die Männer Israels von Naphtali, von Aser und von ganz Manasse wurden zusammengerufen und jagten den Midianitern nach. Und Gideon sandte Botschaft auf das ganze Gebirge Ephraim und ließ sagen, kommt herab den Midianitern entgegen und nehmt ihnen die Wasserstellen weg, bis nach Betbara und auch den Jordan. Da wurden zusammengerufen alle, die von Ephraim waren, und nahmen ihnen die Wasserstellen weg, bis nach Betbara und auch den Jordan. Und sie fingen zwei Fürsten der Midianiter, Oreb und Seeb. Und erschlugen Oreb am Felsen Oreb und Seeb bei der Kelter Seeb, und jagten den Midianitern nach und brachten die Häupter Orebs und Seebs zu Gideon über den Jordan. Kapitel 8 Da sprachen die Männer von Ephraim zu ihm,
Warum hast du uns das angetan, dass du uns nicht riefst, als du in den Kampf zogst gegen die Midianiter? Und sie zankten heftig mit ihm. Er aber sprach zu ihnen, Was hab ich jetzt getan, dass eurer Tat gleich sei? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die ganze Weinernte Abiesers? Gott hat die Fürsten der Midianiter Oreb und Zeeb in eure Hände gegeben. Was hab ich zu tun vermocht gegen das, was ihr getan habt? Als er das sagte, ließ ihr Zorn von ihm ab. Als nun Gideon an den Jordan kam, ging er hinüber mit den 300 Mann, die bei ihm waren. Die waren müde und jagten den Feinden nach. Da bat er die Leute von Sukkot, »Gebt doch dem Volk, das mir auf dem Fuße folgt, Brote, denn sie sind müde, und ich muß nachjagen den Königen der Midianiter, Sebach und Zalmunna.« Aber die Oberen von Sukkot sprachen, »Sind die Fäuste Sebachs und Zalmunnas schon in deinen Händen, dass wir deinem Heer Brot geben sollen?« Gideon sprach, »Wohlan, wenn der Herr Sebach und Zalmunna in meine Hand gibt, will ich euer Fleisch mit Dornen aus der Wüste und mit Stacheln zerdreschen.« Und er zog von dort hinauf nach Pnuel und redete ebenso mit ihnen. Und die Leute von Pnuel antworteten ihm dasselbe wie die von Sukkot. Und er sprach auch zu den Leuten von Pnuel, »Komm ich heil wieder, so will ich diese Burg niederreißen.« Sebach aber und Zalmunna waren in Karkor, und ihr Heerlager mit ihnen, etwa 15.000, alle, die übrig geblieben waren vom ganzen Heer derer aus dem Osten. Denn 120.000 waren gefallen, die das Schwert ziehen konnten. Und Gideon zog herauf auf der Straße derer, die in Zelten wohnen, östlich von Nobach und Jogbea, und schlug das Heerlager, während es ohne Sorge lagerte. Und Sebach und Zalmunna flohen. Aber er jagte ihnen nach und nahm gefangen die beiden Könige der Midianiter, Sebach und Zalmunna, und setzte das ganze Heerlager in Schrecken. Als nun Gideon, der Sohn des Joas, vom Kampf zurückkam auf der Steige von Heres, griff er sich einen Knaben von den Leuten von Sukkot und fragte ihn aus. Der schrieb ihm auf, die Oberen von Sukkot und ihre Ältesten, 77 Mann. Und er kam zu den Leuten von Sukkot und sprach, »Siehe, hier sind Sebach und Zalmunna, um derentwillen ihr mich verspottet habt und gesprochen, ist denn Sebachs und Zalmunnas Faust schon in deinen Händen, dass wir deinen Leuten, die müde sind, Brot geben sollen?« Und er nahm die Ältesten der Stadt und holte Dornen aus der Wüste und Stacheln und ließ es die Leute von Sukkot fühlen. Und die Burg von Pnuel riss er nieder und erschlug die Leute der Stadt. Und Gideon sprach zu Sebach und Zalmunna, »Wie waren die Männer, die ihr am Tabor erschlagen habt?« Sie sprachen, »Sie waren wie du, jeder anzusehen wie ein Königssohn.« Er aber sprach, »Es sind meine Brüder, meiner Mutter Söhne gewesen. So wahr der Herr lebt, wenn ihr sie am Leben gelassen hättet, würde ich euch nicht töten.« Und er sprach zu seinem erstgeborenen Sohn Jether, »Steh auf und erschlage sie.« Aber der Knabe zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch ein Knabe war. Sebach aber und Zalmunna sprachen, »Steh du auf und mache dich an uns, denn wie der Mann ist, so ist auch seine Kraft.« Da stand Gideon auf und erschlug Sebach und Zalmunna und nahm die kleinen Monde, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Da sprachen die Männer von Israel zu Gideon, »Sei Herrscher über uns, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast.« Aber Gideon sprach zu ihnen, »Ich will nicht Herrscher über euch sein, und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein.« Und Gideon sprach zu ihnen, »Eins begehre ich von euch, jeder gebe mir die Ringe, die er als Beute genommen hat.« Denn weil es Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ringe. Sie sprachen, die wollen wir geben, und sie breiteten einen Mantel aus, und ein jeder warf die Ringe darauf, die er als Beute genommen hatte. Und die goldenen Ringe, die er gefordert hatte,
wogen 1700 Lot Gold, ohne die kleinen Monde und Ohrringe und Purpurkleider, die die Könige der Midianiter getragen hatten, und ohne die Spangen ihrer Kamele. Und Gideon machte einen Ephod daraus und stellte ihn in seiner Stadt Ophra auf. Und ganz Israel trieb dort mit ihm Abgötterei. Und er wurde Gideon und seinem Hause zum Fallstrick. So wurden die Midianiter gedemütigt vor den Kindern Israel und hoben ihren Kopf nicht mehr empor. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre, solange Gideon lebte. Und Jerubbaal, der Sohn des Joas, ging hin und wohnte in seinem Hause. Und Gideon hatte 70 leibliche Söhne, denn er hatte viele Frauen. Auch seine Nebenfrau, die er in Sichem hatte, gebar ihm einen Sohn, den nannte er Abimelech. Und Gideon, der Sohn des Joas, starb in hohem Alter und wurde begraben im Grab seines Vaters Joas in Ophra, der Stadt der Abiesriter. Als aber Gideon gestorben war, kehrten sich die Kinder Israel ab und liefen den Baalen nach und machten Baal-Berit zu ihrem Gott. Und sie dachten nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie errettet hatte aus der Hand aller ihrer Feinde ringsumher, und erzeigten sich nicht dankbar dem Hause des Jerubbaal, das ist Gideon, für alles Gute, das er an Israel getan hatte. Kapitel 9. Abimelech aber, der Sohn Jerubbaals, ging hin nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter und redete mit ihnen und mit dem ganzen Geschlecht des Hauses seiner Mutter und sprach: Redet doch vor den Ohren aller Männer von Sichem, was ist euch besser, dass 70 Männer, alle die Söhne Jerubbaals, über euch Herrscher seien, oder dass ein Mann über euch Herrscher sei? Denkt auch daran, dass ich euer Gebein und Fleisch bin. Da redeten die Brüder seiner Mutter seinetwegen alle diese Worte vor den Ohren aller Männer von Sichem, und ihr Herz neigte sich Abimelech zu, denn sie dachten, er ist unser Bruder. Und sie gaben ihm 70 Silberstücke aus dem Tempel des Baal-Berit, und Abimelech warb damit lose, verwegene Männer an, die ihm nachfolgten. Und er kam in das Haus seines Vaters nach Ophra und tötete seine Brüder, die Söhne Jerubbaals, 70 Mann auf einem Stein. Es blieb aber übrig Jotham, der jüngste Sohn Jerubbaals, denn er hatte sich versteckt. Und es versammelten sich alle Männer von Sichem und alle Bewohner des Milo, gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Eiche am Steinmal von Sichem. Als das dem Jotham angesagt wurde, ging er hin und stellte sich auf den Gipfel des Berges Garizim, erhob seine Stimme, rief und sprach zu ihnen: Höret mich, ihr Männer von Sichem, dass euch Gott auch höre. Die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben, und sprachen zum Ölbaum: Sei unser König. Aber der Ölbaum antwortete ihnen: Soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum: Komm du und sei unser König. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen: Soll ich meine Süßigkeit und meine gute Frucht lassen und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Weinstock: Komm du und sei unser König. Aber der Weinstock sprach zu ihnen: Soll ich meinen Wein lassen, der Götter und Menschen fröhlich macht, und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch: Komm du und sei unser König. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen: Ist's wahr, dass ihr mich zum König über euch salben wollt, so kommt und bergt euch in meinem Schatten, wenn nicht, so gehe Feuer vom Dornbusch aus und verzehre die Zedern Libanons. Habt ihr nun recht und redlich getan, dass ihr Abimelech zum König gemacht habt? Und habt ihr wohlgetan an Jerubbaal und an seinem Hause, und habt ihr ihm getan, wie er's um euch verdient hat? Denn mein Vater hat für euch gekämpft und sein Leben gewagt, um euch aus der Hand der Midianiter zu erretten. Aber ihr habt euch heute gegen meines Vaters Haus aufgelehnt und seine Söhne getötet, 70 Mann auf einem Stein,
und habt Abimelech, seiner Magd Sohn, zum König über die Männer von Sichem gemacht, weil er euer Bruder ist. Habt ihr nun heute recht und redlich gehandelt an Jerubbaal und an seinem Hause, so seid fröhlich über Abimelech, und er sei fröhlich über euch. Wenn nicht, so gehe Feuer aus von Abimelech und verzehre die Männer von Sichem und die Bewohner des Milo, und gehe auch Feuer aus von den Männern von Sichem und von den Bewohnern des Milo und verzehre Abimelech. Und Jotham floh vor seinem Bruder Abimelech und entwich und ging nach Beer und wohnte dort. Als nun Abimelech 3 Jahre über Israel geherrscht hatte, sandte Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Männer von Sichem. Und die Männer von Sichem wurden Abimelech untreu, damit der Frevel an den 70 Söhnen Jerubbaals und ihr Blut käme auf Abimelech, ihren Bruder, der sie getötet hatte, und auf die Männer von Sichem, die ihm seine Hand dazu gestärkt hatten, dass er seine Brüder tötete. Und die Männer von Sichem legten einen Hinterhalt auf den Höhen der Berge und beraubten alle, die auf der Straße bei ihnen vorüberkamen. Und es wurde Abimelech angesagt. Es kamen aber Gaal, der Sohn Ebeds, und seine Brüder und zogen in Sichem ein. Und die Männer von Sichem verließen sich auf ihn und zogen hinaus aufs Feld und ernteten ihre Weinberge ab und kelterten und hielten ein Freudenfest und gingen in das Haus ihres Gottes, aßen und tranken und fluchten dem Abimelech. Und Gaal, der Sohn Ebeds, sprach: Abimelech, und wer ist denn dieser Sichemiter, dass wir ihm dienen sollten? Ist er nicht Jerubbaals Sohn und hat Zebul, seinen Vogt, hergesetzt? Dienet den Leuten Hemors, des Vaters von Sichem. Warum sollten wir jenem dienen? Wollte Gott, das Volk wäre unter meiner Hand, so würde ich den Abimelech vertreiben und ihm sagen: Mehre dein Heer und zieh in den Kampf. Als aber Sebul, der Stadthauptmann, die Worte Gaals, des Sohnes Ebeds, hörte, entbrannte sein Zorn, und er sandte heimlich Botschaft zu Abimelech und ließ ihm sagen: Siehe, Gaal, der Sohn Ebeds, und seine Brüder sind nach Sichem gekommen und machen dir die Stadt aufrührerisch. So mach dich nun auf bei Nacht, du und dein Volk, das bei dir ist, und lege einen Hinterhalt im Felde. Und am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, mache dich auf und überfalle die Stadt. Und wenn er und das Volk, das bei ihm ist, gegen dich hinauszieht, so tu mit ihm, wie du es vermagst. Abimelech machte sich auf bei Nacht und alles Volk, das bei ihm war, und sie legten einen Hinterhalt gegen Sichem mit 4 Heerhaufen. Und Gaal, der Sohn Ebeds, zog heraus und trat vor das Stadttor. Aber Abimelech machte sich auf aus dem Hinterhalt samt dem Volk, das mit ihm war. Als nun Gaal das Volk sah, sprach er zu Sebul: Siehe, da kommt Kriegsvolk von der Höhe des Gebirges herab. Sebul aber sprach zu ihm: Du siehst die Schatten der Berge für Leute an. Gaal redete noch weiter und sprach: Siehe, Kriegsvolk kommt herab vom Nabel der Erde, und ein Heerhaufe kommt herher auf dem Wege von der Zaubereiche. Da sprach Sebul zu ihm: Wo ist nun dein Maul, das da sagte: Wer ist Abimelech, dass wir ihm dienen sollten? Ist das nicht das Kriegsvolk, das du verachtet hast? Zieh nun hin und kämpfe mit ihm. Gaal zog aus vor den Männern von Sichem her und kämpfte mit Abimelech. Aber Abimelech jagte ihm nach, dass er vor ihm floh, und viele blieben erschlagen liegen bis an das Tor. Und Abimelech blieb in Aruma. Sebul aber verjagte den Gaal und seine Brüder, so daß sie in Sichem nicht bleiben konnten. Am Morgen aber ging das Volk heraus aufs Feld. Als das Abimelech angesagt wurde, nahm er das Kriegsvolk, teilte es in 3 Heerhaufen und legte einen Hinterhalt im Feld. Als er nun sah, daß das Volk aus der Stadt ging, erhob er sich gegen sie und erschlug sie. Abimelech und der Heerhaufe, der bei ihm war, überfielen sie und stellten sich am Stadttor auf. Die beiden anderen Heerhaufen aber überfielen alle, die auf dem Felde waren, und erschlugen sie. So kämpfte Abimelech gegen die Stadt den ganzen Tag und eroberte sie und tötete das Volk, das darin war,
und zerstörte die Stadt und streute Salz darauf. Als das alle Männer der Burg von Sichem hörten, gingen sie in das Gewölbe des Tempels des Baal-Berit. Und als Abimelech hörte, dass sich alle Männer der Burg von Sichem versammelt hatten, ging er auf den Berg Zalmon mit seinem ganzen Kriegsvolk, das bei ihm war, und nahm eine Axt in seine Hand und hieb einen Ast vom Baum und hob ihn auf und legte ihn auf seine Schulter und sprach zu allem Volk, das mit ihm war: Was ihr mich tun seht, das beeilt euch auch zu tun. Da hieb jeder vom Volk einen Ast ab, und sie folgten Abimelech und legten die Äste auf das Gewölbe und setzten über ihnen das Gewölbe in Brand, so daß auch alle in der Burg von Sichem starben, etwa 1000 Männer und Frauen. Abimelech aber zog nach Thebez, belagerte es und eroberte es. Es war aber eine starke Burg mitten in der Stadt. Dahin flohen alle Männer und Frauen und alle Bürger der Stadt, schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach der Burg. Da kam Abimelech zur Burg und kämpfte gegen sie und näherte sich dem Burgtor, um es mit Feuer zu verbrennen. Aber eine Frau warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief Abimelech eilends seinen Waffenträger herbei und sprach zu ihm: Zieh dein Schwert und töte mich, dass man nicht von mir sage, ein Weib hat ihn erschlagen. Dadurch stach ihn sein Waffenträger, und er starb. Als aber die Israeliten, die mit ihm waren, sahen, dass Abimelech tot war, ging jeder heim. So vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er seinem Vater angetan hatte, als er seine 70 Brüder tötete. Desgleichen alle bösen Taten der Männer von Sichem vergalt ihnen Gott auf ihren Kopf, und es kam über sie der Fluch Jotams, des Sohnes Jerubbaals. Kapitel 10 Nach Abimelech stand auf, Israel zu erretten, Tola, ein Mann aus Isachar, ein Sohn Puas, des Sohnes Dodos. Er wohnte in Schamir auf dem Gebirge Ephraim und richtete Israel 23 Jahre und starb und wurde begraben in Schamir. Nach ihm stand auf Jair, ein Gileaditer, und richtete Israel 22 Jahre. Der hatte 30 Söhne, die auf 30 Eseln ritten. Und sie hatten 30 Städte, die heißen Dörfer Jairs, bis auf diesen Tag und liegen in Gilead. Und Jair starb und wurde begraben in Kammon. Aber die Kinder Israel taten wiederum, was dem Herrn mißfiel, und dienten den Baalen und den Astarden und den Göttern von Aram und den Göttern von Sidon und den Göttern Moabs und den Göttern der Ammoniter und den Göttern der Philister und verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und Ammoniter. Und sie zertraten und zerschlugen Israel zu jener Zeit 18 Jahre lang, nämlich ganz Israel jenseits des Jordan im Land der Amoriter, das in Gilead liegt. Dazu zogen die Ammoniter über den Jordan und kämpften gegen Juda, Benjamin und das Haus Ephraim, so daß Israel sehr geängstigt wurde. Da schrien die Kinder Israel zu dem Herrn und sprachen: Wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Aber der Herr sprach zu den Kindern Israel: Haben euch nicht auch unterdrückt die Ägypter, die Amoriter, die Ammoniter, die Philister, die Sidonier, die Amalekiter und Maoniter? Aber ich half euch aus ihren Händen, als ihr zu mir schriet. Dennoch habt ihr mich verlassen und andern Göttern gedient. Darum will ich euch nicht mehr erretten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Lasst diese euch helfen zur Zeit eurer Bedrängnis. Aber die Kinder Israel sprachen zum Herrn: Wir haben gesündigt. Mache du es mit uns, wie dir's gefällt. Nur errette uns heute. Und sie taten von sich die fremden Götter und dienten dem Herrn. Da jammerte es ihn, dass Israel so geplagt wurde. Und die Ammoniter wurden aufgeboten und lagerten sich in Gilead, aber Israel versammelte sich und lagerte sich in Mizpah.
Und die Oberen des Volks von Gilead sprachen untereinander: Wer ist der Mann, der anfängt, mit den Ammonitern zu kämpfen? Der soll das Haupt sein über alle, die in Gilead wohnen. Kapitel 11. Jephtha, ein Gileaditer, war ein streitbarer Mann, aber der Sohn einer Hure. Gilead hatte Jephtha gezeugt. Als aber die Ehefrau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, stießen sie Jephtha aus und sprachen zu ihm: Du sollst nicht erben in unserer Familie, denn du bist der Sohn einer andern. Da floh er vor seinen Brüdern und wohnte im Lande Tob. Und es sammelten sich bei ihm lose Leute und zogen mit ihm aus. Und einige Zeit danach kämpften die Ammoniter mit Israel. Als nun die Ammoniter mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Lande Tob zu holen, und sprachen zu ihm: Komm und sei unser Hauptmann, damit wir gegen die Ammoniter kämpfen. Aber Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Seid ihr es nicht, die mich hassen und aus meiner Familie ausgestoßen haben? Und nun kommt ihr zu mir, weil ihr in Bedrängnis seid? Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Darum kommen wir nun wieder zu dir, damit du mit uns ziehst und uns hilfst, gegen die Ammoniter zu kämpfen, und unser Haupt seist über alle, die in Gilead wohnen. Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Wenn ihr mich wiederholt, um gegen die Ammoniter zu kämpfen, und der Herr sie mir in die Hand gibt, soll ich dann euer Haupt sein? Die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Der Herr sei Ohrenzeuge zwischen uns und strafe uns, wenn wir nicht tun, wie du gesagt hast. So ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead, und das Volk setzte ihn zum Haupt und Obersten über sich. Und Jephtha redete alles, was er zu sagen hatte, vor dem Herrn in Mizpah. Dann sandte Jephtha Botschaft zum König der Ammoniter und ließ ihm sagen: Was hast du mit mir zu schaffen, dass du zu mir kommst, um gegen mein Land zu kämpfen? Der König der Ammoniter antwortete dem Boten Jephthas: Weil Israel mein Land genommen hat, als sie aus Ägypten zogen, vom Arnon an bis an den Jabbok und bis an den Jordan, so gib mir's nun gutwillig zurück. Jephtha aber sandte abermals Boten zum König der Ammoniter, die sprachen zu ihm: So spricht Jephtha: Israel hat kein Land genommen, weder den Moabitern noch den Ammonitern. Denn als sie aus Israel heraufkamen, zog Israel durch die Wüste bis ans Schilfmeer und kam nach Kadesch. Da sandte Israel Boten zum König der Edomiter und sprach: Lass mich durch dein Land ziehen. Aber der König der Edomiter hörte nicht auf sie. Auch sandten sie zum König der Moabiter, der wollte auch nicht. So blieb Israel in Kadesch und zog in der Wüste umher. Und sie umgingen das Land der Edomiter und Moabiter und kamen von Sonnenaufgang her an das Land der Moabiter und lagerten sich jenseits des Arnon, aber sie kamen nicht ins Gebiet der Moabiter, denn der Arnon ist die Grenze von Moab. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, zu Hesbon, und ließ ihm sagen: Lass uns durch dein Land ziehen, bis an unseren Ort. Aber Sihon traute Israel nicht und ließ es nicht durch sein Gebiet ziehen, sondern versammelte sein ganzes Kriegsvolk und lagerte sich bei Jaza und kämpfte mit Israel. Der Herr aber, der Gott Israels, gab Sihon mit seinem ganzen Kriegsvolk in die Hände Israels, und sie erschlugen sie. So nahm Israel das ganze Land der Amoriter ein, die in jenem Land wohnten. Sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter ein, vom Arnon bis an den Jabbok und von der Wüste bis an den Jordan. So hat nun der Herr, der Gott Israels, die Amoriter vertrieben vor seinem Volk Israel. Und du willst ihr Land einnehmen? Du solltest das Land derer einnehmen, die dein Gott Chemosh vertreibt. Uns dagegen das Land derer einnehmen lassen, die der Herr, unser Gott, vor uns vertrieben hat. Meinst du, dass du ein besseres Recht hättest als Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter? Hat dieser auch je mit Israel gerechtet oder gekämpft, obwohl Israel 300 Jahre gewohnt hat in Hesbon und in Aroer und ihren Ortschaften und in allen Städten, die am Arnon liegen? Warum habt ihr sie nicht mit Gewalt genommen in dieser Zeit?
ich habe mich nicht an dir versündigt, du aber tust so Böses an mir, dass du mit mir kämpfst. Der Herr, der da Richter ist, richte heute zwischen Israel und den Ammonitern. Aber der König der Ammoniter hörte nicht auf die Worte Jephthas, die er ihm sagen ließ. Da kam der Geist des Herrn auf Jephtha, und er zog durch Gilead und Manasse und nach Mizpe, das in Gilead liegt, und von Mizpe, das in Gilead liegt, gegen die Ammoniter. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach: Gibst du die Ammoniter in meine Hand, so soll, was mir aus meiner Haustür entgegengeht, wenn ich von den Ammonitern heil zurückkomme, dem Herrn gehören, und ich will's als Brandopfer darbringen. So zog Jephtha auf die Ammoniter los, um gegen sie zu kämpfen, und der Herr gab sie in seine Hände. Und er schlug sie mit gewaltigen Schlägen von Aroer an bis hin nach Minnit, 20 Städte, und bis nach Abel-Keramim. So wurden die Ammoniter gedemütigt vor den Kindern Israel. Als nun Jephtha nach Mizpah zu seinem Haus kam, siehe, da geht seine Tochter heraus ihm entgegen mit Pauken und Reigen. Und sie war sein einziges Kind, und er hatte sonst keinen Sohn und keine Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach: Ach, meine Tochter, wie beugst du mich und betrübst mich! Denn ich habe meinen Mund aufgetan vor dem Herrn und kann's nicht widerrufen. Sie aber sprach: Mein Vater, hast du deinen Mund aufgetan vor dem Herrn, so tu mit mir, wie dein Mund geredet hat, nachdem der Herr dich gerächt hat an deinen Feinden, den Ammonitern. Und sie sprach zu ihrem Vater: Du wollest mir das gewähren. Lass mir 2 Monate, dass ich hingehe auf die Berge und meine Jungfrauschaft beweine mit meinen Gespielen. Er sprach: Geh hin, und ließ sie 2 Monate gehen. Da ging sie hin mit ihren Gespielen und beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen. Und nach 2 Monaten kam sie zurück zu ihrem Vater. Und er tat ihr, wie er gelobt hatte, und sie hatte nie einen Mann erkannt. Und es ward Brauch in Israel, dass die Töchter Israel jährlich hingehen, zu klagen um die Tochter Jephthas des Gileaditers 4 Tage im Jahr. Kapitel 12. Und die Männer von Ephraim wurden aufgeboten und zogen nordwärts und sprachen zu Jephtha: Warum bist du in den Kampf gezogen gegen die Ammoniter und hast uns nicht gerufen, damit wir mit dir ziehen? Wir wollen dein Haus samt dir mit Feuer verbrennen. Jephtha sprach zu ihnen: Ich und mein Volk hatten einen harten Kampf mit den Ammonitern, und ich rief euch auf, aber ihr halft mir nicht aus ihren Händen. Als ich nun sah, dass ihr nicht helfen wolltet, wagte ich mein Leben daran und zog gegen die Ammoniter, und der Herr gab sie in meine Hand. Warum kommt ihr nun zu mir herauf, mit mir zu kämpfen? Und Jephtha sammelte alle Männer von Gilead und kämpfte gegen Ephraim. Und die Männer von Gilead schlugen Ephraim, denn diese hatten gesagt: Ihr seid Flüchtlinge aus Ephraim, denn Gilead liegt mitten in Ephraim und Manasse. Und die Gileaditer besetzten die Furten des Jordan vor Ephraim. Wenn nun einer von den Flüchtlingen Ephraims sprach: Lass mich hinübergehen, so sprachen die Männer von Gilead zu ihm: Bist du ein Ephraimiter? Wenn er dann antwortete: Nein, ließen sie ihn sprechen: Schibolet. Sprach er aber Sibolet, weil er's nicht richtig aussprechen konnte, dann ergriffen sie ihn und erschlugen ihn an den Furten des Jordan, so daß zu der Zeit von Ephraim fielen 42.000. Jephtha aber richtete Israel 6 Jahre. Und Jephtha, der Gileaditer, starb und wurde begraben in seiner Stadt in Gilead. Nach ihm richtete Israel Ibzan aus Bethlehem. Der hatte 30 Söhne, und 30 Töchter gab er nach auswärts, und 30 Töchter nahm er von auswärts für seine Söhne. Er richtete Israel 7 Jahre und starb und wurde begraben in Bethlehem. Nach ihm richtete Israel Elon, ein Sebuloniter. Er richtete Israel 10 Jahre und starb und wurde begraben in Ajalon im Lande Sebulon. Nach ihm richtete Israel Abdon, ein Sohn Hillels aus Piraton. Der hatte 40 Söhne und 30 Enkel, die auf 70 Eseln ritten.
Er richtete Israel 8 Jahre und starb und wurde begraben in Piraton im Lande Ephraim auf dem Gebirge der Amalekiter. Kapitel 13. Und die Kinder Israel taten wiederum, was dem Herrn missfiel, und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Es war aber ein Mann in Zora von einem Geschlecht der Daniter mit Namen Manoa, und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen. Denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an, und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Da kam die Frau und sagte es ihrem Mann und sprach: Es kam ein Mann Gottes zu mir, und seine Gestalt war anzusehen wie der Engel Gottes zum Erschrecken, so daß ich ihn nicht fragte, woher oder wohin, und er sagte mir nicht, wie er hieß. Er sprach aber zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So trinke nun keinen Wein oder starkes Getränk und iss nichts Unreines. Denn der Knabe soll ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an bis zum Tag seines Todes. Da bat Manoa den Herrn und sprach: Ach Herr, lass den Mann Gottes wieder zu uns kommen, den du gesandt hast, damit er uns lehre, was wir mit dem Knaben tun sollen, der geboren werden soll. Und Gott erhörte Manoa, und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau. Sie saß aber auf dem Felde, und ihr Mann Manoa war nicht bei ihr. Da lief sie eilends und sagte es ihrem Mann und sprach zu ihm: Siehe, der Mann ist mir erschienen, der heute Nacht zu mir kam. Manoa machte sich auf und ging hinter seiner Frau her und kam zu dem Mann und sprach zu ihm: Bist du der Mann, der mit der Frau geredet hat? Er sprach: Ja. Und Manoa sprach: Wenn nun eintrifft, was du gesagt hast, wie sollen wir es mit dem Knaben halten und tun? Der Engel des Herrn sprach zu Manoa: Vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Sie soll nicht essen, was vom Weinstock kommt, und soll keinen Wein oder starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Manoa sprach zum Engel des Herrn: Wir möchten dich gern hier behalten und dir ein Ziegenböcklein zurichten. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoa: Wenn du mich auch hier hältst, so esse ich doch von deiner Speise nicht. Willst du aber dem Herrn ein Brandopfer bringen, so kannst du es opfern. Manoa aber wußte nicht, daß es der Engel des Herrn war. Und Manoa sprach zum Engel des Herrn: Wie heißt du? Denn wir wollen dich ehren, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen, der doch geheimnisvoll ist? Da nahm Manoa ein Ziegenböcklein und Speisopfer und brachte es auf einem Felsen dem Herrn dar, der geheimnisvolle Dinge tut. Manoa aber und seine Frau sahen zu. Und als die Flamme aufloderte vom Altar gen Himmel, fuhr der Engel des Herrn auf in der Flamme des Altars. Als das Manoa und seine Frau sahen, fielen sie zur Erde auf ihr Angesicht. Und der Engel des Herrn erschien Manoa und seiner Frau nicht mehr. Damals erkannte Manoa, dass es der Engel des Herrn war, und sprach zu seiner Frau: Wir müssen des Todes sterben, weil wir Gott gesehen haben. Aber seine Frau antwortete ihm: Wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und Speisopfer nicht angenommen von unseren Händen. Er hätte uns auch das alles weder sehen noch hören lassen, wie jetzt geschehen ist. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn umzutreiben im Lager Dans zwischen Zora und Eshtaol. Kapitel 14. Simson ging hinab nach Timna und sah ein Mädchen in Timna unter den Töchtern der Philister.
Und als er heraufkam, sagte er es seinem Vater und seiner Mutter und sprach: »Ich habe ein Mädchen gesehen in Timna unter den Töchtern der Philister, nehmt mir nun diese zur Frau.« Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: »Ist denn nun kein Mädchen unter den Töchtern deiner Brüder und in deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind?« Simson sprach zu seinem Vater: »Nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen.« Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam, denn er suchte einen Anlass gegen die Philister. Die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel. Da ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna. Und als sie kamen an die Weinberge von Timna, siehe, da kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt, und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Als er nun hinkam, redete er mit dem Mädchen, und Simson hatte Gefallen an ihr. Und nach einigen Tagen kam er wieder, um sie zu holen, und bog vom Wege ab, um nach dem Aas des Löwen zu sehen. Siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Leibe des Löwen und Honig. Und er nahm davon in seine Hand und aß unterwegs und ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, dass sie auch aßen. Er sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Leibe des Löwen genommen hatte. Und als sein Vater hinkam zu dem Mädchen, machte Simson dort ein Hochzeitsgelage, wie es die jungen Leute zu tun pflegen. Und als sie ihn sahen, gaben sie ihm 30 Gesellen, die bei ihm sein sollten. Simson aber sprach zu ihnen: »Ich will euch ein Rätsel aufgeben. Wenn ihr mir das erratet und trefft in diesen 7 Tagen des Gelages, so will ich euch 30 Gewänder geben und 30 Feierkleider. Könnt ihr's aber nicht erraten, so sollt ihr mir 30 Gewänder und 30 Feierkleider geben.« Und sie sprachen zu ihm: »Gib dein Rätsel auf, lass uns hören.« Er sprach zu ihnen: »Speise ging aus vom Fresser und Süßigkeit vom Starken.« Und sie konnten in 3 Tagen das Rätsel nicht erraten. Am 4. Tage sprachen sie zu Simsons Frau: »Überrede deinen Mann, dass er uns des Rätsels Lösung sagt, oder wir werden dich und deines Vaters Haus mit Feuer verbrennen. Habt ihr uns hierher geladen, um uns arm zu machen?« Da weinte Simsons Frau vor ihm und sprach: »Du bist meiner überdrüssig und hast mich nicht lieb. Du hast den Söhnen meines Volks ein Rätsel aufgegeben und hast mir es nicht gesagt.« Er aber sprach zu ihr: »Siehe, ich hab's meinem Vater und meiner Mutter nicht gesagt und sollte dir's sagen?« Und sie weinte vor ihm die 7 Tage, die sie feierten. Aber am 7. Tage sagte er es ihr, denn sie drang in ihn. Sie aber sagte des Rätsels Lösung den Söhnen ihres Volks. Da sprachen die Männer der Stadt zu ihm am 7. Tage, ehe die Sonne unterging: »Was ist süßer als Honig? Was ist stärker als der Löwe?« Aber er sprach zu ihnen: »Wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, so hättet ihr mein Rätsel nicht getroffen.« Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er ging hinab nach Askalon, und er schlug 30 Mann unter ihnen und nahm ihre Gewänder und gab Feierkleider denen, die das Rätsel erraten hatten. Und sein Zorn entbrannte, und er ging hinauf in seines Vaters Haus. Aber Simsons Frau wurde seinem Gesellen gegeben, der sein Brautführer gewesen war. Kapitel 15. Es begab sich aber nach einigen Tagen um die Weizenernte, dass Simson seine Frau besuchte mit einem Ziegenböcklein. Und als er dachte: »Ich will zu meiner Frau in die Kammer gehen«, da wollte ihn ihr Vater nicht hineinlassen und sprach: »Ich meinte, du bist ihrer ganz überdrüssig geworden, und ich habe sie deinem Gesellen gegeben. Sie hat aber eine jüngere Schwester, die ist schöner als sie, die nimm statt ihrer.« Da sprach Simson zu ihnen: »Diesmal bin ich frei von Schuld, wenn ich den Philistern Böses tue.« Und Simson ging hin und fing 300 Füchse, nahm Fackeln und kehrte je einen Schwanz zum andern und tat eine Fackel je zwischen 2 Schwänze
und zündete die Fackeln an und ließ die Füchse in das Korn der Philister laufen und zündete so die Garben samt dem stehenden Korn an und Weinberge und Ölbäume. Da sprachen die Philister, wer hat das getan? Da sagte man, Simson, der Schwiegersohn des Timnitos, weil er ihm seine Frau genommen und seinem Gesellen gegeben hat. Da zogen die Philister hin und verbrannten sie samt ihrer Familie mit Feuer. Simson aber sprach zu ihnen, wenn ihr das tut, so will ich nicht ruhen, bis ich mich an euch gerecht habe. Und er schlug sie zusammen mit mächtigen Schlägen und zog hinab und wohnte in der Felsenkluft von Etam. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und breiteten sich aus bei Lehi. Aber die von Juda sprachen, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie antworteten, wir sind heraufgekommen, Simson zu binden, dass wir ihm tun, wie er uns getan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda hinab in die Felsenkluft zu Etam und sprachen zu Simson, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns denn das angetan? Er sprach zu ihnen, wie sie mir getan haben, so hab ich ihnen wieder getan. Sie sprachen zu ihm, wir sind herabgekommen, dich zu binden und in die Hände der Philister zu geben. Simson sprach zu ihnen, so schwört mir, dass ihr selber mir nichts antun wollt. Sie antworteten ihm, nein, sondern wir wollen dich nur binden und in ihre Hände geben und wollen dich nicht töten. Und sie banden ihn mit 2 neuen Stricken und führten ihn aus der Felsenkluft hinauf. Und als er nach Lehi kam, jauchzten die Philister ihm entgegen. Aber der Geist des Herrn geriet über ihn, und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt hat, so daß die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken. Da streckte er seine Hand aus und nahm ihn, und er schlug damit 1000 Mann. Und Simson sprach, mit eines Esels Kinnbacken hab ich sie geschunden, mit eines Esels Kinnbacken hab ich 1000 Mann erschlagen. Und als er das gesagt hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand, und man nannte die Stätte Ramat-Lehi. Als ihn aber sehr dürstete, rief er den Herrn an und sprach, du hast solch großes Heil gegeben durch die Hand deines Knechts. Nun aber muß ich vor Durst sterben und in die Hände der Unbeschnittenen fallen. Da spaltete Gott die Höhlung im Kinnbacken, das Wasser herausfloß. Und als er trank, kehrte sein Geist zurück und er lebte wieder auf. Darum heißt der Ort Quelle des Rufenden, die ist in Lehi bis auf den heutigen Tag. Und er richtete Israel zu den Zeiten der Philister 20 Jahre. Kapitel 16. Simson ging nach Gaza und sah dort eine Hure und ging zu ihr. Da wurde den Gazitern gesagt, Simson ist hierher gekommen. Und sie umstellten ihn und ließen auf ihn lauern am Stadttor. Aber die ganze Nacht verhielten sie sich still und dachten, morgen, wenn's Licht wird, wollen wir ihn umbringen. Simson aber lag bis Mitternacht. Da stand er auf um Mitternacht und ergriff beide Torflügel am Stadttor samt den beiden Pfosten, hob sie aus mit den Riegeln und legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf auf die Höhe des Berges vor Hebron. Danach gewann er ein Mädchen lieb im Tal Sorek, die hieß Delila. Zu der kamen die Fürsten der Philister und sprachen zu ihr, überrede ihn und sieh, wodurch er so große Kraft hat und womit wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden und bezwingen. So wollen wir dir ein jeder 1100 Silberstücke geben. Und Delila sprach zu Simson, sage mir doch, worin deine große Kraft liegt und womit man dich binden muß, um dich zu bezwingen. Simson sprach zu ihr, wenn man mich bände mit 7 Seilen von frischem Bast, die noch nicht getrocknet sind, so würde ich schwach und wäre wie ein anderer Mensch. Da brachten die Fürsten der Philister ihr 7 Seile von frischem Bast, die noch nicht getrocknet waren, und sie band ihn damit.
Man lauerte ihm aber auf bei ihr in der Kammer. Da sprach sie zu ihm: Philister über dir, Simson. Er aber zerriss die Seile, wie eine Flachsschnur zerreißt, wenn sie ans Feuer kommt. Und so wurde nicht kund, worin seine Kraft lag. Da sprach Delila zu Simson: Siehe, du hast mich getäuscht und mich belogen. So sage mir nun doch, womit kann man dich binden? Er antwortete ihr: Wenn sie mich bänden mit neuen Stricken, mit denen noch nie eine Arbeit getan worden ist, so würde ich schwach und wie ein anderer Mensch. Da nahm Delila neue Stricke und band ihn damit und sprach: Philister über dir, Simson. Man lauerte ihm aber auf in der Kammer, und er riss sie von seinen Armen herunter wie einen Faden. Da sprach Delila zu ihm: Bisher hast du mich getäuscht und mich belogen. Sage mir doch, womit kann man dich binden? Er antwortete ihr: Wenn du die 7 Locken meines Hauptes zusammenflechtest mit dem Aufzug deines Webstuhls und heftetest sie mit dem Pflock an, so würde ich schwach und wie ein anderer Mensch. Da ließ sie ihn einschlafen und flocht die 7 Locken seines Hauptes zusammen mit dem Gewebe und heftete sie mit dem Pflock an und sprach zu ihm: Philister über dir, Simson. Er aber wachte auf von seinem Schlaf und riss die geflochtenen Locken mit Pflock und Gewebe heraus. Da sprach sie zu ihm: Wie kannst du sagen, du habest mich lieb, wenn doch dein Herz nicht mit mir ist? 3-mal hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin deine große Kraft liegt. Als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihm zusetzte, wurde seine Seele sterbensmatt. Und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr: Es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes von Mutterleib an. Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, so daß ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. Als nun Delila sah, daß er ihr sein ganzes Herz aufgetan hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und sagen: Kommt noch einmal her, denn er hat mir sein ganzes Herz aufgetan. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr und brachten das Geld in ihrer Hand mit. Und sie ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß und rief einen, der ihm die 7 Locken seines Hauptes abschnitt. Und sie fing an, ihn zu bezwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen. Und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er: Ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe, und will mich losreißen. Aber er wußte nicht, daß der Herr von ihm gewichen war. Da ergriffen ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus, führten ihn hinab nach Gaza und legten ihn in Ketten. Und er mußte die Mühle drehen im Gefängnis. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem es geschoren war. Als aber die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie: Unser Gott hat uns unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Als nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie: Lasst Simson holen, dass er vor uns seine Späße treibe. Da holten sie Simson aus dem Gefängnis, und er trieb seine Späße vor ihnen, und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen: Unser Gott hat uns unseren Feind in unsere Hände gegeben, der unser Land verwüstete und viele von uns erschlug. Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn an der Hand führte: Lass mich los, dass ich nach den Säulen taste, auf denen das Haus steht, damit ich mich daran lehne. Das Haus aber war voller Männer und Frauen. Es waren auch alle Fürsten der Philister da, und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson seine Späße trieb. Simson aber rief den Herrn an und sprach: Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dies eine Mal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern.
und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie und sprach: »Ich will sterben mit den Philistern.« Und er neigte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, so daß es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Da kamen seine Brüder herab und das ganze Haus seines Vaters, und sie hoben ihn auf und brachten ihn hinauf und begruben ihn im Grab seines Vaters Manoah zwischen Zora und Eshtaol. Er hatte aber Israel 20 Jahre gerichtet. Kapitel 17. Es war ein Mann auf dem Gebirge Ephraim mit Namen Micha. Der sprach zu seiner Mutter: »Die 1100 Silberstücke, die dir genommen worden sind und derenthalben du den Fluch gesprochen und ihn auch vor meinen eigenen Ohren gesagt hast, siehe, dies Geld ist bei mir. Ich selbst hab's genommen.« Da sprach seine Mutter: »Gesegnet seist du, mein Sohn, vom Herrn.« So gab er seiner Mutter die 1100 Silberstücke zurück. Und seine Mutter sprach: »Ich weihe nun das Geld dem Herrn. Es kommt aus meiner Hand für meinen Sohn, damit man ein geschnitztes und gegossenes Bild davon machen soll. Darum gebe ich's dir nun wieder.« Aber er gab seiner Mutter das Geld zurück. Da nahm seine Mutter 200 Silberstücke und gab sie dem Goldschmied. Der machte ein geschnitztes und gegossenes Bild daraus. Das kam danach in das Haus Michas. Der Mann Micha hatte nämlich ein Gotteshaus und machte einen Ephod und Hausgötzen und füllte einem seiner Söhne die Hand so, dass er sein Priester wurde. Zu der Zeit war kein König in Israel, und jeder tat, was ihn recht dünkte. Es war aber ein junger Mann von Bethlehem in Juda aus dem Geschlecht Judas. Der war ein Levit und war dort fremd. Er zog aber aus der Stadt Bethlehem in Juda, um einen Ort zu finden, wo er bleiben konnte. Als er so seines Weges zog, kam er aufs Gebirge Ephraim zum Hause Michas. Da fragte ihn Micha: »Wo kommst du her?« Er antwortete ihm: »Ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda und wandere, um einen Ort zu finden, wo ich bleiben kann.« Micha sprach zu ihm: »Bleibe bei mir, du sollst mir Vater und Priester sein. Ich will dir jährlich 10 Silberstücke und deine Kleidung und Nahrung geben.« Der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und der hielt ihn wie einen Sohn. Und Micha füllte dem Leviten die Hand, dass er sein Priester wurde, und so war er im Haus Michas. Und Micha sprach: »Nun weiß ich, dass mir der Herr wohltun wird, weil ich einen Leviten zum Priester habe.« Kapitel 18. Zu der Zeit war kein König in Israel, und der Stamm der Daniter suchte sich zu der Zeit ein Erbteil, wo sie wohnen könnten, denn es war ihm bis auf den Tag noch kein Erbe zuteil geworden unter den Stämmen Israels. Und die Daniter sandten von ihrem Geschlecht aus ihrem Gebiet, aus Zora und Eshtaol, 5 tüchtige Männer aus, um das Land zu erkunden und zu erforschen, und sprachen zu ihnen: »Zieht hin und erforscht das Land.« Und sie kamen auf das Gebirge Ephraim zum Haus Michas und blieben dort über Nacht. Und während sie dort bei Michas Leuten waren, fiel ihnen die Stimme des jungen Leviten auf, und sie gingen dorthin und sprachen zu ihm: »Wer hat dich hierher gebracht? Was machst du hier, und was hast du hier vor?« Er antwortete ihnen: »So und so hat Micha an mir getan und hat mich in Dienst genommen, dass ich sein Priester sei.« Sie sprachen zu ihm: »Befrage doch Gott, dass wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, auch zum Ziel führt.« Der Priester antwortete ihnen: »Zieht hin mit Frieden. Euer Weg, den ihr geht, ist dem Herrn vor Augen.« Da gingen die 5 Männer hin und kamen nach Lajisch und sahen das Volk, das darin war, sicher wohnen in der Weise der Sidonier, ruhig und sicher. Sie waren reich an Besitz
und es fehlte ihnen nichts an alledem, was es auf Erden gibt. Und sie waren ferne von den Sidoniern und hatten mit Aramäern nichts zu tun. Und sie kamen zu ihren Brüdern nach Zora und Eschtaol, und ihre Brüder sprachen zu ihnen, »Wie steht's mit euch?« Sie sprachen, »Auf, lasst uns gegen sie hinaufziehen, denn wir haben das Land angesehen, und siehe, es ist sehr gut. Und ihr sitzt noch untätig da? Seid doch nicht faul hinzuziehen, dass ihr kommt und das Land einnehmt.« Wenn ihr hinzieht, werdet ihr zu einem Volk kommen, das sicher wohnt. Und das Land ist weit nach allen Seiten, denn Gott hat's in eure Hände gegeben, einen Ort, an dem nichts von alledem fehlt, was es auf Erden gibt. Da zogen von dort aus dem Geschlecht Dan aus Zora und Eschtaol 600 Mann gerüstet mit ihren Waffen zum Kampf, und sie zogen hinauf und lagerten sich bei Kirjat Jearim in Juda. Daher heißt die Stätte Lager Dans bis auf diesen Tag. Es liegt hinter Kirjat Jearim. Und von dort gingen sie auf das Gebirge Ephraim und kamen zum Hause Michas. Da hoben die fünf Männer an, die ausgezogen waren, um das Land bei Lajisch zu erkunden, und sprachen zu ihren Brüdern, »Wisst ihr auch, dass es in diesen Häusern einen Ephod und einen Hausgötzen und ein geschnitztes und gegossenes Bild gibt? Bedenkt nun, was ihr zu tun habt.« Da gingen sie dorthin und kamen an das Haus des jungen Leviten in Michas Haus und grüßten ihn freundlich. Während die 600 zum Krieg gerüsteten Männer, die von den Danitern waren, vor dem Tor standen, gingen die fünf Männer, die das Land zu erkunden ausgezogen waren, hinauf, drangen dort ein und nahmen das geschnitzte und gegossene Bild, den Ephod und den Hausgötzen, unterdessen stand der Priester vor dem Tor bei den 600 zum Krieg gerüsteten Männern. Als nun jene in das Haus Michas gekommen waren und das geschnitzte und gegossene Bild, den Ephod und den Hausgötzen nahmen, sprach der Priester zu ihnen, »Was macht ihr?« Sie antworteten ihm, »Schweig und halt den Mund und zieh mit uns, dass du uns Vater und Priester seist. Ist es für dich besser, Priester in eines Mannes Haus zu sein, oder unter einem ganzen Stamm und Geschlecht in Israel?« Das gefiel dem Priester gut, und er nahm den Ephod, den Hausgötzen und das geschnitzte Bild und schloss sich dem Volk an. Und sie wandten sich und zogen hin und schickten die Frauen und die Kinder und das Vieh und was sie an wertvollem Gut hatten vor sich her. Als sie sich nun von Michas Haus entfernt hatten, wurden die Männer in den Häusern, die bei Michas Haus waren, zusammengerufen, und sie jagten den Danitern nach und riefen hinter ihnen her. Sie aber wandten sich um und sprachen zu Micha, »Was hast du, dass du die Leute zusammengerufen hast?« Er antwortete, »Ihr habt meine Götter genommen, die ich gemacht hatte, und den Priester und seid fortgezogen. Was hab ich nun noch, und da fragt ihr, was mir fehlt?« Aber die Daniter sprachen zu ihm, »Lass deine Stimme nicht weiter bei uns hören, damit nicht etwa zornige Leute über euch herfallen und dein Leben und das Leben deiner Leute hingerafft werde.« So gingen die Daniter ihres Weges, und als Micha sah, dass sie ihm zu stark waren, wandte er sich um und kehrte zurück zu seinem Hause. Sie aber nahmen, was Micha gemacht hatte, und den Priester, den er hatte, und fielen über Lajisch her, über ein Volk, das ruhig und sicher wohnte, und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und verbrannten die Stadt mit Feuer. Und es war niemand, der sie errettet hätte, denn die Stadt lag fern von Sidon, und sie hatten mit den Aramäern nichts zu schaffen, und die Stadt lag in der Ebene bei Bet Rehob. Dann bauten sie die Stadt wieder auf und wohnten darin und nannten sie Dan nach dem Namen ihres Vaters Dan, der dem Israel geboren war. Vor Zeiten aber hieß die Stadt Lajisch. Und die Daniter richteten für sich das Schnitzbild auf. Und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes des Mose und seine Söhne waren Priester im Stamm der Daniter bis auf die Zeit, da sie aus dem Lande gefangen weggeführt wurden.
So stellten sie das Schnitzbild, das Micha gemacht hatte, bei sich auf, solange das Haus Gottes zu Silo stand. Kapitel 19. Zu der Zeit war kein König in Israel, und ein Levit wohnte als Fremdling weit hinten im Gebirge Ephraim und hatte sich eine Nebenfrau genommen aus Bethlehem in Juda. Und als sie über ihn erzürnt war, lief sie von ihm fort zu ihres Vaters Hause nach Bethlehem in Juda und war dort 4 Monate lang. Da machte sich ihr Mann auf und zog ihr nach, um freundlich mit ihr zu reden und sie zu sich zurückzuholen. Und er hatte seinen Knecht und ein paar Esel bei sich. Und sie führte ihn in ihres Vaters Haus. Als ihn aber der Vater der jungen Frau sah, wurde er froh und ging ihm entgegen. Und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, hielt ihn fest, dass er 3 Tage bei ihm blieb. Sie aßen und tranken und blieben dort über Nacht. Am 4. Tag erhoben sie sich früh am Morgen, und er machte sich auf und wollte fortziehen. Da sprach der Vater der jungen Frau zu seinem Schwiegersohn: »Labe dich zuvor mit einem Bissen Brot, danach könnt ihr ziehen.« Und sie setzten sich und aßen beide miteinander und tranken. Da sprach der Vater der jungen Frau zu dem Mann: »Bleib doch über Nacht und lass dein Herz guter Dinge sein.« Als aber der Mann aufstand und ziehen wollte, nötigte ihn sein Schwiegervater, dass er noch einmal über Nacht da blieb. Am Morgen des 5. Tages machte er sich früh auf und wollte ziehen. Da sprach der Vater der jungen Frau: »Labe dich doch und lass uns warten, bis sich der Tag neigt.« Und so aßen die beiden miteinander. Da machte sich der Mann auf und wollte mit seiner Nebenfrau und mit seinem Knecht fortziehen. Aber sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, sprach zu ihm: »Siehe, der Tag hat sich geneigt und es will Abend werden. Bleib über Nacht und lass dein Herz guter Dinge sein. Morgen mögt ihr früh aufstehen und eures Weges ziehen zu deinem Zelt.« Aber der Mann wollte nicht mehr über Nacht bleiben, sondern machte sich auf und zog hin und kam bis gegenüber von Jebus, das ist Jerusalem, und hatte ein paar beladene Esel bei sich und seine Nebenfrau und seinen Knecht. Als sie nun nahe bei Jebus waren, dunkelte es schnell. Da sprach der Knecht zu seinem Herrn: »Komm doch und lass uns in diese Stadt der Jebusiter einkehren und über Nacht dort bleiben.« Aber sein Herr sprach zu ihm: »Wir wollen nicht in die Stadt der Fremden einkehren, die nicht von den Kindern Israel sind, sondern wollen hinüber auf Gibea zu.« Und er sprach zu seinem Knecht: »Geh weiter, damit wir an einen anderen Ort kommen und über Nacht in Gibea oder in Rama bleiben.« Und sie zogen weiter ihres Weges, und die Sonne ging unter, als sie nahe bei Gibea waren, das in Benjamin liegt. Und sie bogen ab vom Wege, um nach Gibea zu kommen und dort über Nacht zu bleiben. Als er aber hineinkam, blieb er auf dem Platze der Stadt, denn es war niemand, der sie die Nacht im Hause beherbergen wollte. Und siehe, da kam ein alter Mann von seiner Arbeit vom Felde am Abend, der war auch vom Gebirge Ephraim und ein Fremdling in Gibea, aber die Leute des Orts waren Benjaminiter. Und als er seine Augen aufhob, sah er den Wanderer auf dem Platze und sprach zu ihm: »Wo willst du hin, und wo kommst du her?« Er aber antwortete ihm: »Wir reisen von Bethlehem in Juda weit ins Gebirge Ephraim hinein, wo ich her bin. Ich bin nach Bethlehem in Juda gezogen und kehre jetzt nach Hause zurück, doch niemand will mich beherbergen. Wir haben Stroh und Futter für unsere Esel und Brot und Wein für mich, deinen Knecht, und für deine Magd und den Knecht, der bei mir ist, so dass uns nichts fehlt.« Der alte Mann sprach: »Friede sei mit dir. Alles, was dir mangelt, findest du bei mir. Bleib nur nicht über Nacht auf dem Platze.« Und er führte ihn in sein Haus und gab den Eseln Futter, und sie wuschen ihre Füße und aßen und tranken. Und als ihr Herz nun guter Dinge war, siehe, da kamen die Leute der Stadt, ruchlose Männer, und umstellten das Haus und pochten an die Tür und sprachen zu dem alten Mann, dem Hauswirt: »Gib den Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist, dass wir uns über ihn hermachen.«
Aber der Mann, der Hauswirt, ging zu ihnen hinaus und sprach zu ihnen: »Nicht, meine Brüder, tut doch nicht solch ein Unrecht. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, tut nicht solch eine Schandtat. Siehe, ich habe eine Tochter, noch eine Jungfrau, und dieser hat eine Nebenfrau. Die will ich euch herausbringen. Die könnt ihr schänden und mit ihnen tun, was euch gefällt. Aber an diesem Mann tut nicht solch eine Schandtat.« Aber die Leute wollten nicht auf ihn hören. Da fasste der Mann seine Nebenfrau und brachte sie zu ihnen hinaus. Die machten sich über sie her und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht bis an den Morgen. Und als die Morgenröte anbrach, ließen sie sie gehen. Da kam die Frau, als der Morgen anbrach, und fiel hin vor der Tür des Hauses, in dem ihr Herr war, und lag da, bis es Licht wurde. Als nun ihr Herr am Morgen aufstand und die Tür des Hauses auftat und herausging, um seines Weges zu ziehen, siehe, da lag seine Nebenfrau vor der Tür des Hauses, die Hände auf der Schwelle. Er sprach zu ihr: »Steh auf, lass uns ziehen.« Aber sie antwortete nicht. Da legte er sie auf den Esel, machte sich auf und zog an seinen Ort. Als er nun heimkam, nahm er ein Messer, fasste seine Nebenfrau und zerstückelte sie Glied für Glied in 12 Stücke und sandte sie in das ganze Gebiet Israels. Wer das sah, der sprach: »Solches ist nicht geschehen noch gesehen, seitdem Israel aus Ägyptenland gezogen ist, bis auf diesen Tag. Nun denkt darüber nach, beratet und sprecht.« Kapitel 20. Da zogen die Kinder Israel aus, und die Gemeinde versammelte sich wie ein Mann, von Dan bis nach Berseba und vom Lande Gilead vor dem Herrn in Mizpah. Und es traten zusammen die Obersten des ganzen Volks aller Stämme Israels in der Versammlung des Volkes Gottes, 400.000 Mann zu Fuß, die das Schwert führten. Aber die Benjaminiter hörten, dass ganz Israel hinauf nach Mizpah gezogen war. Und die Kinder Israel sprachen: »Sagt, wie ist die Schandtat zugegangen?« Da antwortete der Levit, der Mann der Frau, die getötet worden war, und sprach: »Ich kam nach Gibea in Benjamin mit meiner Nebenfrau, um da über Nacht zu bleiben. Da machten sich gegen mich auf die Bürger von Gibea und umstellten meinetwegen das Haus des Nachts. Mich wollten sie töten, und meine Nebenfrau haben sie geschändet, so dass sie gestorben ist. Da nahm ich meine Nebenfrau und zerstückelte sie und sandte die Stücke in das ganze Gebiet des Erbbesitzes von Israel. Denn sie haben ein Verbrechen und eine Schandtat getan in Israel. Siehe, da seid ihr Kinder Israel alle, so sprecht und beratet hier.« Da erhob sich alles Volk wie ein Mann und sprach: »Es soll niemand in sein Zelt gehen und in sein Haus heimkehren, sondern das wollen wir jetzt mit Gibea tun. Auf, lasst uns gegen die Stadt hinaufziehen nach dem Los. Lasst uns nehmen 10 Mann von 100 und 100 von 1000 und 1000 von 10.000 aus allen Stämmen Israels, damit sie Speise holen für das Volk, das gekommen ist, um Gibea in Benjamin seine große Schandtat zu vergelten, die es in Israel getan hat.« So versammelten sich gegen die Stadt alle Männer Israels, geschlossen wie ein Mann. Und die Stämme Israels sandten Männer zu allen Geschlechtern Benjamins und ließen ihnen sagen: »Was ist das für eine Untat, die bei euch geschehen ist? So gebt nun heraus die Männer, die ruchlosen Leute von Gibea, dass wir sie töten und das Böse aus Israel austilgen.« Aber die Benjaminiter wollten nicht hören auf die Stimme ihrer Brüder, der Kinder Israel, sondern sie versammelten sich aus den Städten nach Gibea, um in den Kampf gegen die Kinder Israel auszuziehen. Und es wurden an jenem Tage gezählt von Benjamin aus den Städten 26.000 Mann, die das Schwert führten, außer den Bürgern von Gibea. Von ihnen wurden 700 gezählt, auserlesene Männer. Und unter diesem ganzen Volk waren 700 auserlesene Männer, die linkshändig waren und mit der Schleuder ein Haar treffen konnten, ohne zu fehlen. Aber von Israel, außer denen von Benjamin,
wurden gezählt 400.000 Mann, die das Schwert führten, lauter streitbare Männer. Die machten sich auf und zogen hinauf nach Bethel und befragten Gott und sprachen: Wer von uns soll zuerst hinaufziehen in den Kampf gegen Benjamin? Der Herr sprach: Juda soll anfangen. So machten sich die Kinder Israel am Morgen auf und lagerten sich vor Gibea. Und die Männer von Israel zogen heraus, um gegen Benjamin zu kämpfen, und stellten sich auf zum Kampf gegen Gibea. Da fielen die Benjaminiter aus Gibea aus und schlugen an dem Tage von Israel 22.000 zu Boden. Da zogen die Kinder Israel hinauf und hielten Klage vor dem Herrn bis zum Abend und befragten den Herrn und sprachen: Sollen wir wieder in den Kampf ziehen gegen die Benjaminiter, unsere Brüder? Der Herr sprach: Zieht hin gegen sie. Da ermannte sich das Kriegsvolk von Israel und stellte sich abermals auf, um am selben Ort noch weiter zu kämpfen, an dem sie sich am vorigen Tag aufgestellt hatten. Und als die Kinder Israel am anderen Tage nahe herankamen an die Benjaminiter, machten die Benjaminiter auch am zweiten Tag einen Ausfall aus Gibea und schlugen von Israel noch 18.000 zu Boden, die alle das Schwert führten. Da zogen alle Kinder Israel das ganze Kriegsvolk hinauf und kamen nach Bethel und hielten Klage und blieben dort vor dem Herrn und fasteten an diesem Tag bis zum Abend und opferten Brandopfer und Dankopfer vor dem Herrn. Und die Kinder Israel befragten den Herrn. Es war aber zu jener Zeit die Lade des Bundes Gottes dort, und Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, versah den Dienst vor ihm in jener Zeit. Und sie sprachen: Sollen wir abermals ausziehen, um gegen die Benjaminiter, unsere Brüder, zu kämpfen, oder sollen wir es lassen? Der Herr sprach: Zieht hinauf, morgen will ich sie in eure Hände geben. Und Israel legte einen Hinterhalt rings um Gibea her. So zog Israel hinauf am dritten Tage gegen die Benjaminiter und stellte sich auf gegen Gibea, wie schon zweimal vorher. Da machten die Benjaminiter einen Ausfall dem Kriegsvolk entgegen und wurden weggezogen von der Stadt und erschlugen anfangs einige vom Kriegsvolk, wie schon zweimal vorher, auf den Straßen, von denen die eine nach Bethel und die andere nach Gibeon führt, auf offenem Feld etwa 30 Mann von Israel. Da dachten die Benjaminiter: Sie sind geschlagen vor uns wie vorher. Aber die Kinder Israel hatten verabredet: Lasst uns fliehen, damit wir sie von der Stadt wegziehen auf die beiden Straßen. Da machten sich alle Männer von Israel auf von ihrem Ort und stellten sich bei Baal-Tamar auf. Und der Hinterhalt Israels brach hervor aus seinem Versteck westlich von Geba. Und sie rückten gegen Gibea an, 10.000 Mann auserlesen aus ganz Israel, so daß der Kampf hart wurde. Jene aber wußten nicht, daß sie das Unglück treffen würde. So schlug der Herr die Benjaminiter vor den Männern von Israel, dass die Kinder Israel an dem Tag umbrachten 25.100 Mann von Benjamin, die alle das Schwert führten. Denn als die Benjaminiter sahen, dass sie geschlagen waren, gaben ihnen die Männer Israels Raum, denn sie verließen sich auf den Hinterhalt, den sie bei Gibea angelegt hatten. Und der Hinterhalt brach eilends hervor auf Gibea zu und zog hin und schlug die ganze Stadt mit der Schärfe des Schwerts. Sie hatten aber verabredet miteinander, die Männer von Israel und der Hinterhalt, sie sollten eine Rauchsäule von der Stadt aufsteigen lassen. Als nun die Männer von Israel sich im Kampf abgewandt hatten und die Benjaminiter anfangs etwa 30 Mann von Israel erschlagen hatten, so daß sie dachten, sie sind vor uns geschlagen wie im vorigen Kampf, da begann eine Rauchsäule von der Stadt gerade empor aufzusteigen. Und die Benjaminiter wandten sich um, und siehe, da ging die Stadt ganz in Flammen auf zum Himmel. Und die Männer von Israel machten kehrt.
Da erschraken die Männer von Benjamin, denn sie sahen, dass das Unglück sie getroffen hatte, und wandten sich weg von den Männern Israels auf den Weg zur Steppe. Aber der Kampf folgte ihnen auch dorthin, und die von der Stadt herkamen, vernichteten in ihrer Mitte die Benjaminiter. Sie umringten diese und jagten ihnen nach, ohne ihnen Ruhe zu lassen, und zertraten sie bis östlich von Gibea gegen Sonnenaufgang. Und es fielen von Benjamin 18.000 Mann, lauter streitbare Männer. Da wandten sie sich um und flohen zur Steppe hin zum Fels Rimmon. Aber die Männer von Israel hielten auf den Straßen eine Nachlese von 5.000 Mann und verfolgten sie weiter bis Gidom und erschlugen von ihnen noch 2.000. So fielen an diesem Tage von Benjamin 25.000 Mann, die das Schwert führten, lauter streitbare Männer. Nur 600 Mann wandten sich um und flohen zur Steppe hin zum Fels Rimmon und blieben auf dem Fels Rimmon 4 Monate. Und die Männer Israels kehrten um zu den Benjaminitern und schlugen in der Stadt mit der Schärfe des Schwerts Leute und Vieh und alles, was man fand. Und alle Städte, die man fand, verbrannte man mit Feuer. Kapitel 21. Die Männer Israels aber hatten in Mizpa geschworen und gesagt, niemand soll seine Tochter den Benjaminitern zur Frau geben. Und das Volk kam nach Bethel und saß da bis zum Abend vor Gott, und sie erhoben ihre Stimme und weinten sehr und sprachen, »O Herr Gott Israels! Warum ist das geschehen in Israel, dass heute Israel um einen Stamm weniger geworden ist?« Am andern Morgen machte sich das Volk früh auf und baute dort einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und die Kinder Israel sprachen, »Wer von allen Stämmen Israels ist nicht mit der Gemeinde heraufgekommen zum Herrn?« Denn es war ein großer Schwur getan worden, dass wer nicht hinaufkäme zum Herrn nach Mizpa, der sollte des Todes sterben. Und es tat den Kindern Israel leid um ihren Bruder Benjamin, und sie sprachen, »Heute ist ein Stamm von Israel abgeschlagen. Wie können wir ihnen helfen, dass die übrig gebliebenen Benjaminiter zu Frauen kommen?« Denn wir haben geschworen bei dem Herrn, dass wir ihnen von unseren Töchtern keine zu Frauen geben. Und sie sprachen, ist einer von den Stämmen Israels nicht heraufgekommen zum Herrn nach Mizpa? Und siehe, da war ins Lager der Gemeinde niemand gekommen von Jabesch in Gilead. Denn sie zählten das Volk, und siehe, da war kein Bürger da von Jabesch in Gilead. Da sandte die Gemeinde 12.000 streitbare Männer dorthin und gebot ihnen, geht hin und schlagt mit der Schärfe des Schwerts die Bürger von Jabesch in Gilead mit Weib und Kind. Doch so sollt ihr tun, an allem, was männlich ist, und an allen Frauen, die einem Mann angehört haben, sollt ihr den Bann vollstrecken. Und sie fanden bei den Bürgern von Jabesch in Gilead 400 Mädchen, die Jungfrauen waren und keinem Mann angehört hatten. Die brachten sie ins Lager nach Silo, das da liegt im Lande Kanaan. Da sandte die ganze Gemeinde hin und verhandelte mit den Benjaminitern, die auf dem Fels Rimmon waren, und sagten ihnen Frieden zu. So kamen die Benjaminiter zurück zu jener Zeit. Und sie gaben ihnen die Mädchen, die sie am Leben gelassen hatten, von den Frauen aus Jabesch in Gilead, aber diese waren noch nicht genug für sie. Da tat es dem Volk leid um Benjamin, dass der Herr einen Riss gemacht hatte zwischen den Stämmen Israels. Und die Ältesten der Gemeinde sprachen, »Was wollen wir tun, dass die übrig gebliebenen Benjaminiter zu Frauen kommen? Denn die Frauen in Benjamin sind ausgerottet.« Und sie sprachen, die Entronnenen von Benjamin müssen doch ihr Erbe behalten, damit nicht ein Stamm ausgetilgt werde von Israel. Wir aber können ihnen unsere Töchter nicht zu Frauen geben, denn die Kinder Israel haben geschworen und gesagt, verflucht sei, wer den Benjaminitern Frauen gibt. Und sie sprachen, siehe, jedes Jahr findet ein Fest des Herrn statt zu Silo, das nördlich von Bethel liegt,
östlich von der Straße, die hinaufführt von Bethel nach Sichem, und südlich von Lebona. Und sie geboten den Benjaminitern und sprachen, geht hin und legt euch auf die Lauer in den Weinbergen. Wenn ihr dann seht, dass die Töchter Silos zum Reigentanz herausgehen, so brecht hervor aus den Weinbergen und raubt euch jeder eine Frau von den Töchtern Silos und geht heim ins Land Benjamin. Wenn aber ihre Väter oder ihre Brüder kommen, um mit uns zu rechten, wollen wir zu ihnen sagen, gönnt sie uns, denn wir haben nicht für jeden eine Frau gewonnen im Kampf. Auch habt nicht ihr sie ihnen gegeben, sonst wärt ihr jetzt schuldig. Die Benjaminiter taten das und nahmen sich Frauen nach ihrer Zahl von den Mädchen, die im Reigen tanzten und die sie geraubt hatten, und zogen heim in ihr Erbteil, bauten die Städte wieder auf und wohnten darin. Auch die Kinder Israel gingen zu der Zeit von dort auseinander, jeder zu seinem Stamm und zu seinem Geschlecht, und zogen von dort weg, jeder zu seinem Erbteil. Zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte.